Besonders bei Vorkriegsfahrzeugen sind Kühlerfiguren sehr oft zu finden. Solche Kühlerfiguren waren in der Regel aus Bronze oder Aluminium. Eine Kühlerfigur nachzufertigen ist mit moderner Technik nicht schwer. Zuerst wird aus Wachs oder Plastilin ein Modell der Kühlerfigur modelliert. Dieses Modell dient als Master für alle weiteren Schritte. Das Modell kann auch in einem größeren Verhältnis modelliert werden, da die richtige Skalierung noch im CAD-Programm vorgenommen werden kann. Das modellierte Plastilinmodell wird im nächsten Schritt gescannt und digital als 3D-Modell erfasst. Auf der Oberfläche des Modells sind Punkte eingezeichnet, die das Zusammenführen der einzelnen Scans im Wesentlichen erleichtert. Von dem Modell werden verschiedene Scans aus unterschiedlichen Richtungen angefertigt. Während der einzelnen Scans wird das Modell auf dem Teller gedreht. Der Scanner erfasst so alle Feinheiten des Modells. In einem CAD-Programm werden die nächsten Schritte vorbereitet. Aus dem 3D-Scanner erhält man eine Polygonfigur, die in jedem 3D- oder CAD-Programm weiterverarbeitet werden können. Ziel ist es, für den Aluminiumguss einen 3D-Druck als Rohling anzufertigen. Dafür muss im CAD-Programm noch ein Fall- und Steigrohr hinzugefügt werden. Der Rohling wird als PLA-Modell im 3D-Drucker ausgedruckt. PLA hat die Eigenschaft, sich bei hohen Temperaturen wie Wachs zu verhalten. Es verdampft vollständig. Da die Kühlerfigur teilweise frei schwebt, benötigt der 3D-Druck eine Stützstruktur. Entweder wird diese über ein zweites Filament wie zum Beispiel dem wasserlöslichen PVA oder einer Stützstruktur aus dem Grundmaterial mitgedruckt. Das Stützfilament aus PLA kann einfach mit einer Zange entfernt werden. Der ausgedruckte 3D-Rohling wird nun so weit in Dentalgips eingegossen, bis das gesamte Modell im Gips verschwunden ist. Nach dem Trocknen der Gipsform wird diese für rund 10 Stunden in einen Ofen gestellt und maximal auf 600 bis 800 Grad Celsius erhitzt. Durch diese hohen Temperaturen verdampft das PLA in der Form. Zurück bleibt ein Hohlraum in der Gipsform. Es ist sehr wichtig, dass die Gipsform zum Gießen des Aluminiums oder der Bronze ganz und gar trocken ist. Wäre die Form zu feucht, würde das restliche Wasser im Gips beim Eingießen der heißen Metallwasser Dampf entwickeln und die Form schlagartig platzen. Das flüssige Aluminium könnte beim Platzen herausspritzen. Um das Platzen zu verhindern, kann die Gipsform auch im Formensand eingebettet werden. Dies schützt die Form und hält sie zusammen. Das auf 950 Grad Celsius erhitzte Aluminium wird nach dem Herausnehmen aus dem Brennofen vorbereitet. Die Schlacke an der Oberfläche des geschmolzenen Materials wird entfernt. Danach wird das flüssige Aluminium in das Vollrohr der Form gegossen. So lange, bis das Aluminium am Steigrohr aufsteigt und sich eine leichte Krone gebildet hat. Nach dem langsamen Abkühlen wird der Gips aufgeklopft und entfernt. Zum Vorschein kommt die neue Kühlerfigur. Da die Gussform beim Herausnehmen der fertig gegossenen Figur kaputt geht, nennt man diese eine verlorene Form. Aber da man jederzeit die Kühlerfigur am 3D-Drucker neu ausdrucken kann, lassen sich auch mehrere Exemplare gießen. Die Kühlerfigur wird nun noch nachbearbeitet und poliert.